Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Seit der DLC announced wurde, bin ich selber extrem viel, was heißt extrem, relativ viel wieder an Elden Ring unterwegs und schaue mir ein paar Sachen an auf YouTube, unter anderem Lore-Videos und Secrets. Und da sind mir 3, 4 Sachen aufgefallen, wo ich mir dachte, boah, das muss ich unbedingt auch mal ausprobieren und euch auch zeigen. Und deswegen dieses Video. Ich werde das hier ausprobieren und einmal euch auch vorstellen. Das erste, da stehe ich auch schon, da bin ich direkt hingelaufen, weil das finde ich extrem interessant. Hier sitzt ein Hund, der eigentlich angreift. Und die Erklärung dahinter soll wohl sein, dass dem im Code dieser Angriffsbefehl fehlt. Und das Krasse, wieso ich das zeige, ist, wir haben jetzt schon Version 1.08. Das heißt, wir hatten schon 8 große Patches und nie wurde das hier reingepatcht. Das heißt, From Software will einfach, dass wir das hier weiterhin behaben. Und das einfach ein Hund, mit dem wir uns mal ein bisschen angucken können, bei dem wir ein bisschen chillen können. Ist übrigens perfekt für Thumbnail. Sag mal alle Cheese. Das finde ich extrem nice. Also, ich wusste das auch nicht. War hier in der Ecke nicht. Hier ist auch nichts Besonderes. Ich kann euch mal zeigen, wo das ist. Das ist, bevor ihr die Aschener Hauptstadt habt. Und dann hier unten der Bereich. Man kann von da vorne, kommt man her, killt ein paar Hunde. Hier ist so ein Scheusal, das man besiegen muss. Und dann hat man hier diesen Hund, der einfach nichts macht. Und ich fand, das war ein richtig cooles Secret. Würde mich mal interessieren, ob ihr das schon wusstet. Ich wusste das nicht. Game ist seit einem Jahr draußen. Das wusste ich nicht. Dann würde ich sagen, jumpen wir direkt zum nächsten. Eine Sache, die ich auch nicht wusste, die ich jetzt auf jeden Fall mal testen will, ist, dass wenn ihr einen Gegner komplett overkillt, das heißt, ich glaube 80% mehr Schaden macht, als der Gegner an Leben hat, bekommt ihr 20% mehr Runen. Und ich bin hier auf Level 50er Account, ich weiß gar nicht, wie viel Schaden ich mache. Ich werde mal hier versuchen, ihn richtig doll Schaden zu drücken. Wie viel kriege ich? 92. Okay, und jetzt versuche ich den nochmal zu killen ohne Overkill. Ich weiß noch nicht, ob es ein einem Swing sein muss. Vielleicht muss ich auf meinen Main-Account gehen. 92 war das, ne? So, jetzt versuche ich mal ohne Overkill. Ah, das war vielleicht auch wieder zu viel. Ich nehme mal eine andere Waffe. Doppelklinge hier. Die ist nicht so hoch gelevelt. Oder muss ich noch mehr Schaden machen? 92 ist noch nicht der plus 20%. Das kann natürlich auch sein. Nein, da war's. 76. Habt ihr gesehen? Wenn ihr einen Overkill macht, gibt 20% mehr Ruhen. Ich wusste das nicht. Wusstet ihr das? Das ist für mich komplett neu. Vor allen Dingen, wenn man so an Gebiete denkt. Ja, ich bin auf dem Account. Unten bei Mogwin, wo man Runen farmen kann. Wenn man da also einen Overkill macht, lasst mich mal kurz recherchieren, wie viel Prozent ihr Overkill machen müsst. Also so wie es aussieht, müsst ihr 150% abziehen. Das heißt 50% mehr als die Leben haben. Das heißt, wenn einer 100 Leben hat, müsst ihr 150 abziehen. Und dann kriegt ihr 20% Runenboost. Wusste ich nicht. Ich denke, bei Bossen geht das nicht. Das macht keinen Sinn. Aber wie gesagt, an dieser einen Farming, an diesem einen Farming-Spot, da könnte es auf jeden Fall Sinn machen. Geil, gut zu wissen. Gehen wir zum nächsten. Jetzt kommt etwas, das war mir tatsächlich alles, was ich hier zeige, ist mir komplett neu gewesen, aber das wusste ich auch nicht. Im ersten Durchlauf lauft ihr oder könnt nicht schnell laufen in diesem Sumpf hier oder in der Lava oder in irgendwelchen anderen Sümpfen. Ich gehe mal kurz hier runter. Und dann seht ihr, ich kann nicht schnell laufen. Ich laufe richtig langsam. Ich kann nicht schnell laufen. Ich halte Kreis gedrückt. Ich kann nicht schnell laufen. Und wenn ich jetzt mal eben auf meinen anderen Account gehe, wo ich schon NG plus 7 bin, also es geht ab NG plus 1, dann werdet ihr sehen, dass ich dort schnell durch Lava und so laufen kann. Ich bin jetzt hier in der gleichen Höhle wie auf dem ersten Durchlauf-Charakter. Wie gesagt, in einem höheren NG+. Ja, jetzt bin ich übel gespannt, ob ich hier schnell laufen kann. Ja, ich kann schnell laufen. Wusstet ihr das? Das ist mir nie aufgefallen. Im ersten NG könnt ihr nicht hier schnell durchlaufen. Aber im NG+ schon. Ich weiß auch nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll.
Crazy. Finde ich ganz, ganz crazy. Wusstet ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wusste das nicht. Das nächste Secret, was ich nicht wusste, wo ich drauf gestoßen bin, findet hier im Gebiet vom Bossfight gegen Radahn statt. Es gibt im Bossfight von Radahn Zeichen auf dem Boden, um NPCs zu rufen. Und insgesamt gibt es 41 Zeichen und von den verschiedenen Charakteren auch natürlich mehrere Zeichen. Und man kann, wenn ein Charakter tot ist, den nochmal rufen an einem anderen Ort. Und das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann jeden nur einmal rufen und dann musst du den Fight halt schaffen. Aber nein, wenn einer gestorben ist, kannst du ihn an einem anderen Ort einfach nochmal rufen. Und wo ich gerade hier stehe, mir ist aufgefallen, hier steht ein Stuhl. Das heißt, irgendjemand sitzt hier und guckt sich einfach schön hier das Land an, wo Radahn so entlang schweift. Ist mir noch nie so aufgefallen. Ich würde mir jetzt gerade den Fight starten. Könnte sein, dass ich ihn nicht schaffe, weil ich bin echt erst Level 50. Könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ich werde versuchen, mal zu zeigen, dass man die Leute mehr als einmal rufen kann. Weil das wusste ich nicht. Jetzt werden die Leute aus dem Chat wieder die Hände über den Kopf schlagen, wieso ich das nicht weiß. Aber ihr habt mir das auch nie gesagt. Ich wusste das nicht, dass man die Leute mehrfach rufen kann. Ich habe gedacht, auch in meinen Speedruns, ich kann die einmal rufen und wenn die tot sind, sind die tot und dann bin ich auf mich alleine gestellt. Mir ist auch nie aufgefallen, dass da nochmal irgendwelche Zeichen sind. Also hier am Anfang sind Zeichen, das weiß ich natürlich. Zack, 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 die kann ich alle rufen. Und hier vorne sind auch wieder welche. Es gibt auch eine Karte online, wo alle Zeichen liegen. Und auch, wie oft man jeweils die Leute rufen kann. Aber eigentlich hauptsächlich immer an diesem Fahren sind diese Leute. Ein paar habe ich jetzt schon gerufen. Da vorne ist nochmal ein... Das Zeichen verschwindet. Und das würde dann wiederkommen, wenn der Typ dann stirbt. Ich wusste das wirklich nicht. Ich wusste das echt nicht. Dass man hier Jaren zum Beispiel, das habe ich auch gelesen, der kommt erst in der zweiten Bosshälfte. Der Jaren. Dieser Clown-Typ in den Clowns-Klamotten. Der kommt erst in der zweiten Hälfte des Fights. Also das heißt, wenn Radahn einmal abhaut und dann wiederkommt. Ich wusste das nicht. Wir versuchen jetzt mal die zweite Hälfte zu erreichen, ohne zu sterben. Aber da ist einer schon gestorben. Da kann ich doch mal gucken, ob ich den jetzt wieder rufen kann. Ist hier irgendwo ein Zeichen nochmal? Von dem. Vorne sind so... Okina, genau. Okina ist tot. Kann ich den jetzt nochmal rufen? Ich weiß nicht, wo sein Zeichen liegt. Aber ich glaube, Okina kann man mehrfach rufen. Also oft rufen. Natürlich gut gewesen, wenn ich mir angeguckt hätte, wo die ganzen Zeichen liegen. Halbwolf ist auch tot, okay. Gucken wir mal, ob wir den auffinden. Vielleicht haben die auch ein bisschen Cooldown-Timer. I don't know. Hier ist auf jeden Fall ein Zeichen. Welches Zeichen ist das? Ich hab's gerufen. Okina. Ach krass, okay. Okina konnten wir jetzt wieder rufen. Wusstet ihr das, Leute? Ich habe auch gesehen, das wollte ich eben sagen, es gibt so YouTube-Videos mit Solo-Festival, wo man eben nur hier... Da ist nochmal ein Zeichen. Wer ist das? Und noch ein Zeichen. Gehörnter Tragut. Und der Typ, keine Ahnung, wer das ist. Löwenherz. Guck mal, man kann einfach die ganze Zeit Leute rufen. Wer ist das? Wer war das? Halbwolf Blade. Ich will jetzt das Video auch nicht länger machen, als es sein muss. Deswegen, ich versuche den jetzt hier noch zu schaffen und verabschiede mich schon mal, Leute. Wie gesagt, würde mich echt extrem interessieren, ob ihr das wusstet. Ich wusste, diese vier Sachen waren es jetzt, glaube ich. Fünf würden sich besser anhören, aber mehr habe ich aber gerade leider nicht. Diese vier Sachen, ich wusste das nicht. Vor allen Dingen das mit den 20% mehr Ruhen und in den Sümpfen schneller bzw. langsamer laufen, wusste ich nicht. Ist in seine Welt zurückgekehrt. Die kehren auch in ihre Welt zurück? Zurückgekehrt. Wieso? Weil die keinen Bock mehr haben? Oder gestorben? Ich aufgepasst.
Lasst ein Like auf dem Video da, Leute. Ein Follow auf den Kanal. Wir freuen uns alle auf den DLC. Den werde ich auf jeden Fall komplett. Den werde ich auf jeden Fall komplett zocken und auch wieder Videos machen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.